Und wieder gibt's Neuigkeiten aus meinem Plattenregal. Habe die Ehre und grüße euch zurück hier beim Bavarian Vinyl Nerd in seinem kleinen Bastelkeller in der Vinyl-Ecke. Genau, es gibt wieder Plattenvorstellungen von mir. Und zwar habe ich wieder eingekauft. Zwar schon vor geraumer Zeit, aber ich habe mir die Platten jetzt mal Probe gehört, die letzten Wochen. Und jetzt kann ich euch mal meine objektive Meinung zu diesen Schallplatten geben. Es sind nämlich neue Schallplatten, Neuauflagen, also Represses oder ganz neu veröffentlichte Scheiben, aktuelle Scheiben, muss man sozusagen, ganz neu sind die Scheiben jetzt auch nicht mehr. Mit einer neuen Scheibe möchte ich mal loslegen, und zwar geht es um einen Künstler, der ja schon vor geraumer Zeit, also vor etlichen Jahren, schon ein Album herausgebracht hat, das ich auch schon öfters angesprochen habe, dieses Album, und zwar der Peter Fox hat ein Album damals veröffentlicht, das erfolgreichste deutsche Hip-Hop-Album aller Zeiten, und zwar das Album Stadtaffe, und hat dieses Jahr ein neues Album herausgebracht, das ich mir vorbestellt habe und das ich jetzt auch schon ganz, ganz oft mir angehört habe. Und zwar dieses hier, Peter Fox Love Songs. Und ja, die Meinungen gehen auseinander bei diesem Album. Meine Meinung zu diesem Album, zu diesem übrigens auch sehr schön aufgemachten Albumcover, ist ja ein Gatefold. Hier ist eben zu sehen Peter Fox auf dem Innencover bei den Drehaufnahmen von drei von seinen aktuellen Videos. Hier noch ein paar Danksagungen eben an die Leute, die mitgemacht haben bei diesem Album. Ja, und hinten drauf dann eben nochmal die Songs, die hier auf dem Album sind. Und auch das Schöne, dieses Cover kann man ganz aufklappen und es ist dann ein komplettes Bild. Da ist ja Richie auch ein ganz großer Fan davon, von Lost in Hessen. Und das ist bei diesem Album ja auf alle Fälle der Fall. Die Songs, die ich mir immer wieder anhöre auf diesem Album, sind zum Beispiel Ein Auge Blau, Tough Cookie, sind auf der Seite A eigentlich meine Lieblingssongs. Und auf der Seite 2, also Seite B, Vergessen Wie, dann Zukunft Pink natürlich und natürlich Toskana Fanboys mit Adriano Celentano als Co-Sänger hier bei diesem tollen Song, der allerdings sehr kurz ist, der hat nur so um die 2 Minuten, aber trotzdem macht es doch Spaß, den guten alten Adriano mal wieder singen zu hören. Ja, das Album allgemein, meine Meinung dazu jetzt nach etlichen Anhörstunden. Es kommt natürlich nicht an Stadtaffe heran, was völlig klar ist. Peter Fox hat sich weiterentwickelt, Peter Fox ist ein anderer geworden. Die ganzen Einflüsse der letzten Jahrzehnte sind natürlich nicht spurlos an ihm vorübergegangen und das hört man auch auf diesem Album an den einzelnen Songs. Es sind sehr einfache Songs. Nein, einfache Songs sind es auf keinen Fall. Es sind Songs, die gehen schnell ins Ohr, ja, aber sie haben auch sehr viel hintergründigen Text, auf dem man durchaus mal hören kann, wenn man sich diese Lieder reinzieht. Mir gefällt es so mittelmäßig. Es ist ein tolles Album, auf alle Fälle. Gehört natürlich in eine Sammlung, wenn man schon das erste Album von Peter Fox hat. Da sollte das Album natürlich nicht fehlen. Peter Fox Love Songs. Das nächste Album ist wieder eine Neuauflage, eine Repress. Ich habe sie mir wieder mal geholt beim Müller. Wieder mal Müllermarkt, Müller Drogeriemarkt, von einer Band, von der ich noch gar kein Album habe, also beziehungsweise noch keine Vinylschallplatte habe, wo ich allerdings 2 CDs zu Hause hatte. Die erste CD war das Album Americana und jetzt klingelt es wahrscheinlich schon bei einigen von euch. Dieses Album, was ich hier habe, ist das Album Smash und zwar von Offspring. Ja, ich bin ja auch ein kleiner Punk-Fan, also ich bin jetzt nicht der absolute Überpunker. Mir gefallen die Ramones, allerdings auch nicht alle Lieder. Mir gefallen einige Songs von Green Day. Das ist allerdings schon wieder dieser amerikanische Punk oder New Punk. Genauso wie Offspring, das ist auch so New Punk-Szene. Allerdings konnte ich nicht an diesem Album vorbeigehen, weil natürlich da wieder Lieblingssongs von mir drauf sind. Ich hatte sie ja alle beide auf CD. Habe die im Auto immer rauf und runter gehört und ja, CDs habe ich keine mehr. Und hier sind 2 Songs drauf, die mich auch meine ganze Jugend begleitet haben oder als junger Erwachsener begleitet haben. Self-Esteem ist mit drauf und Come Out and Play. La, 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 la. I wrote her
separated. Hey, a man, you're talking back to me. Take your mouth. Gotta keep them separated. Das Album wollte ich unbedingt haben, habe es mir dann auch geholt und ich muss feststellen, es ist eine sehr, sehr gute Pressung, hat ein schönes Innersleeve mit dabei und ich muss sagen, dafür, dass dass die Songs 1994 rausgekommen sind und damals ja schon fast keine Schallplatten mehr gepresst wurden und dieses Album ja auch von digital auf Vinyl gepresst wurde, kann ich nur sagen, habt ihr gut gemacht, Leute. Ist ein schöner, fetter Sound von dieser Schallplatte. Ist jetzt keine HiFi-Offenbarung, ganz ehrlich. Es ist so, sind ein paar Sachen drin, sehr verwaschen. Aber nichtsdestotrotz sind es natürlich Songs, die ich liebe und die ich mag und die mir Freude bereiten, wenn das Album läuft. Also da kann ich natürlich auch kein Bein mehr stillhalten, wenn Self-Esteem aus den Boxen dröhnt. Und bei Come Out and Play ist es natürlich genauso. Songs, die mir Gänsehaut bereiten und jetzt natürlich umso öfter, weil es bei mir im Plattenregal steht. Offspring Smash. Ja, und jetzt kommt wieder eine neue Scheibe. Dieses Jahr veröffentlicht und ein etwas trauriges Album, muss ich ganz ehrlich sagen, weil sich diese Band dieses Jahr aufgelöst hat. Ja, nach etlichen Jahren sind sie jetzt nicht mehr unterwegs. Sie haben jetzt ihre Abschiedstour hinter sich und ja, gehen jetzt ihre eigenen Wege, gehen ins Private. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, was die Jungs vorhaben. Die drei Jungs aus Hamburg, viele haben es ja mitbekommen, nämlich Fettes Brot hat sich getrennt und hat nochmal ein Best-of-Album herausgebracht, Fettes Brot Hit Story. Ich habe hier eine Vinylversion, eine ganz normale Vinylversion, wo nicht alle Lieder drauf sind. Auf der Doppel-CD sind sehr viel mehr Lieder noch drauf. War so eine Art Coverkauf, muss ich ganz ehrlich sagen, weil dieses Cover ist natürlich super geil mit der Kassette und den beiden Tonarmen hier als Pseudo-Piraten-Totenkopf, ja genau, und hinten drauf sind natürlich die Jungs auf der, ich weiß es nicht genau, ist es die Abbey Road oder ist es eine Straße in Hamburg, ihr könnt es ja gerne in die Kommentare schreiben. Für mich sieht es ein bisschen so aus wie Abbey Road, aber ich glaube eher, dass das in Hamburg irgendwo ist. Ja, sehr innovativ, man sieht, man muss die Platte so drehen und dann ist das Bild auch wieder gerade. Hit Story, ja, Name ist Programm, würde ich sagen. Auf diesem Album sind alle coolen Hits von Fettes Brot drauf. Ging eben damals los mit Nordisch by Nature, mit Tobi und das Bo und noch andere Hamburger Größen in der Rap-Szene sind da auch mit vertreten bei diesem Lied. Und dann kam ein Hit nach dem anderen und die sind auch hier auf diesem Innersleeve alle schön aufgelistet, schön vertreten, die ganzen Singles, die rausgekommen sind, wie Schwule Mädchen. Jein. Da draußen. Ist auch ein ganz besonderer Song drauf, nämlich An Tagen wie diesen. Und die haben ein ganz spezielles Sample hier mit in das Lied eingebaut. Und wenn man mal genau hinhört, hört man auch, von welchem Sänger das ist. Hört's mal kurz rein. Absolute Wahnsinnsshow. Vom Hungertod nach Schätzungen der UNICEF. Habt ihr es gehört? Genau, es ist Genie von Falco auf 45 abgespielt, das Ganze gesampelt in diesem Lied und natürlich auch dieser typische Basslauf, Synthesizerlauf, der in Genie vorhanden ist, ist auch bei An Tagen wie diesen vorhanden. Ein ganz tolles Lied mit sehr viel hintergründigem Text. Ist 2005 schon rausgekommen, ist auch schon ewig alt eigentlich. Also es sind einige Songs mit drauf, es macht riesen Spaß. Es ist eine Single-Vinyl, also eine einzige Vinylscheibe. Es gibt die auch in einer Special Edition als Doppel-Vinyl, da sind noch ein paar Lieder mehr drauf. Aber ich habe mir die eben geholt bei den Vinyl-Nerds in Übersee am Chiemsee, habe ich online bestellt. Wenn ihr da mal nachschauen wollt, was die Jungs da in Übersee so alles im Shop haben, ich verlinke die Seite natürlich unter dem Video, da könnt ihr mal nachschauen, da kann man auch wunderschöne und sehr gute neue Platten bestellen. Wie auch Fettes Brot, Hit Story. Es ist immer wieder praktisch, dieser kleine, feine
Plattenständer aus den 70er Jahren, da kann man die richtig schön zwischenlagern, die Schallplatten. Zwischenlagern musste ich bei der nächsten Scheibe nichts, weil das war eine spontane Entscheidung, eine ganz schnelle Entscheidung. Ich musste dieses Album haben, erstens mal, weil ich großer Fan von dieser Band bin, allerdings noch nicht viel genug Schallplatten in meiner Sammlung habe, aber ihr wisst ja, bei mir geht das ein bisschen langsamer. Ich kaufe mir nicht jede Woche ein, zwei, fünf neue, sondern ich suche mir da schon ein paar schöne Sahnestückchen raus, genauso wie diese Schallplatte. Ich habe da ein Ja, ich glaube, das ist also Doku. Ich weiß nicht, wo es die genau gibt. Ich habe da noch nicht nachgeforscht. Dürfte es auf YouTube geben. Ich habe es auf alle Fälle auf TikTok gesehen. So Zusammenschnitte aus einer Doku von den Foo Fighters. Und die Jungs sind mir sowieso immer schon sympathisch. Vor allem der Sänger Dave Grohl. Und die haben vor einigen Jahren ein Video gemacht. Da wird eben erzählt über die Vergangenheit von den Foo Fighters bis kurz vor ihrer fast Trennung. Ja, und die ganzen Geschichten, die da passiert sind, auch in der Vergangenheit mit Nirvana, mit Dave Grohl, haben die Jungs in verschiedenen Texten aufgearbeitet und dann wollten sie ein neues Album aufnehmen. Und dieses Album haben sie ganz speziell aufgenommen. Und zwar bei Dave Grohl zu Hause in der Garage haben sie ein Tonstudio aufgebaut. Aber nicht eins, wie man es heutzutage kennt, mit hier ein Computer, da ein Computer, noch ein Computer. Und alles in digital. Nein, Dave Grohl hat zusammen mit dem Produzenten, der von der Pike auf gelernt hat, nämlich mit Bandmaschinen aufzunehmen, hat ihn gebeten, doch dieses Album auch auf Tonband aufzunehmen. Also richtig analog das Ganze aufzunehmen, nichts mit Digitaltechnik, nichts nochmal neu abmischen oder so, mal kurz die Töne ein bisschen ändern. Nein, alles aufgenommen auf Tape und das Ganze zusammengemischt mit einem alten Mischpult und das hört man auf diesem Album extrem gut raus. Und zwar die Foo Fighters Wasting Light. Ein relativ unbekanntes Album, für Foo Fighters Fans natürlich ein bekanntes Album und das haben sie 2011 aufgenommen. Und hier dieses ganz, ganz tolle Gatefold-Cover mit diesen wunderbar bunten Farben, das ist ja wirklich alles zusammengeschmissen, was sie so gefunden haben im Malkasten. Ja, Wasting Light. Verschwendetes Licht, das ist quasi eine Aufarbeitung der ganzen Vergangenheit von Dave Grohl, der Band und so weiter. Und hier sind wirklich ganz, ganz tolle Lieder drauf. 2x180 Gramm, wieder mal aufgeteilt auf zwei Vinylscheiben, aber nichtsdestotrotz in einer unglaublichen Qualität aufgenommen. Und das ist wirklich ein Album aus der Neuzeit, das sich sehen und hören lassen kann. Vor allem kann sie sich's hören lassen. Man hört hier wirklich alle Instrumente so fein raus. Es ist nichts digital aufgearbeitet. Es ist wirklich alles auf Tape eingespielt. Persönlich von den Jungs, damals eben auch noch mit dem leider verstorbenen Schlagzeuger. Eine schöne Erinnerung an diesen tollen, tollen Drummer und eine wirklich sehr, sehr empfehlenswerte Scheibe, wenn ihr auf den Sound von den Foo Fighters steht und auch auf den relativ aktuellen Sound von den Foo Fighters, dann seid ihr mit dem Album auf alle Fälle absolut richtig. Ich kann euch die Lieder kurz anteasern und vor allem Lieder euch vorschlagen, die ihr auch in meiner Spotify-Playlist von den Foo Fighters findet. These Days ist eigentlich das bekannteste von diesem Album, das ist auch ausgekoppelt worden. One of these days the ground will drop. Und I Should Have Known, der Titel sagt es ja eigentlich schon, ich hätte es wissen sollen. Ja, das ist eigentlich eins der Lieder, da läuft mir die Gänsehaut rauf und runter, weil das ist wirklich super toll aufgenommen und vor allem der Text ist sehr hintergründig und da muss man mal genau hinhören, was Dave Grohl in diesem Song so alles aufarbeitet. Ja, die Foo Fighters, Wasting Light. Ja, langsam wird mein kleiner Plattenständer aus den 70er Jahren voll da hinten. Aber es kommt sowieso nur noch ein Album, das ich mir geholt habe. Und das ist auch, ja, auch neu gekauft. Ist allerdings schon längere Zeit auf Vinyl jetzt draußen. Auch wieder ein Album, das ich damals auf CD gehabt habe. Und das ich unbedingt auf Vinyl haben wollte, ja. Und eigentlich kennt das Cover sowieso fast jeder. Und zwar das hier. Fatboy Slim, You've Come a Long Way, Baby. Dieses Album wollte ich unbedingt haben. Ich habe es mir endlich geholt von dem Sample Master seines Zeichens, machen wir es so,
von dem Obersample-Master seines Zeichens Fatboy Slim, der aus einer riesigen Plattensammlung schöpft. Man sieht es hier, was da alles so rumsteht, auch hier über den ganzen Synthes und so weiter. Sein ganzes Zimmer ist voller Schallplatten, sein ganzer Produktionsraum voller Schallplatten, und er schnappt sich immer wieder alte Songs und schnappt sich kleine Snippets von diesen Songs und macht daraus unglaublich coole Lieder. Wie zum Beispiel jetzt hier drauf, Right Here, Right Now, Rockefeller's Gang oder zum Beispiel Praise You. Doppelalbum, 2x180 Gramm. Zum 20-jährigen Jubiläum dieses Albums ist es rausgekommen. Mit bei diesem Album ist dabei ein 12-seitiges Booklet. Also man muss jetzt nicht sagen, dass das ein Heft ist, sondern das ist einfach ein Riesenposter, wie man hier sieht. Riesengroß, das Ding. Die Entwicklungsgeschichte von den Songs ist hiermit beschrieben. Eine kleine Geschichte über Fatboy Slim und seinen Aufstieg. Hier auch noch ein Foto von ihm mit drin, mit dem MTV Music Award bzw. Video Music Award. Zu diesen tollen Songs sind natürlich auch ganz, ganz tolle Videos entstanden, wie ich euch hier mal drei Beispiele geben kann. Right about now, the Funk Soul Brother. Check it out now, the Funk Soul Brother. Right about now, Funk Soul Brother. Right about now, Funk Soul Brother. Und hier hinten drauf ist eben noch eine kleine Geschichte von Damien Harris, wie er eigentlich heißt, und das ist eigentlich Wahnsinn, wie schnell der seine Karriere gestartet hat oder wie schnell das ging, das Ganze. Kurzer Auszug eben, 1994, Damien Harris hat sein eigenes Plattenlabel gegründet, Skint Records, und hat seinen Kumpel Norman Cook gefragt, ob er ein bisschen Musik machen will. Und im Juli 2002 hat Fatboy Slim dann vor 250.000 Leuten am Brighton Beach ein Riesenkonzert gegeben, beziehungsweise hat vor 250.000 Leuten dann gespielt. Und das Ganze dann innerhalb von 8 Jahren. Und das ist brutal. Also der hat seine Karriere so schnell durchgestartet, dass es der Wahnsinn war. Ja, es ist einfach unglaublich, was der Mann zusammenmischt. Es gibt ein ganz tolles Video oder mehrere tolle Videos hier auf YouTube oder auch auf TikTok oder Instagram, wo gezeigt wird, welche Songs Fatboy Slim in seinen Songs wiederverwendet als Samples. Und das ist echt ganz brutal oft. War zum Beispiel bei Right Here, Right Now, glaube ich, sind es um die 10 Samples. Und bei Praise You ist sogar ein kleiner Sound-Sample von Nirvana mit dabei. Man will es nicht glauben. Also er hat sich da alles zusammengeholt, was Rang und Namen ist aus seinem Schallplatten-Fundus, und hat das dann digital aufgenommen und hat das Ganze dann gesampelt und zu sehr vielen neuen, ganz tollen Liedern verarbeitet. Und ja, eben auch dann auf CD gepresst oder eben auf dieses tolle Album. Geiler Sound, geile Erinnerungen an die guten alten 90er und 2000er Jahre. Echt toll, Fatboy Slim, You've Come a Long Way, Baby. Ja, der kleine Plattenständer aus den 70er Jahren ist jetzt wieder voll. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch wieder ein bisschen kleine Infos geben über meine neuen Schallplatten. Und wir sehen uns ganz bald wieder. Bis bald, Servus.